Willkommen zurück in Kingdom Come Deliverance und wir sind auf dem Weg nach Tallenberg. Kurz geguckt, ob wir richtig sind, aber sieht gut aus. Und treffen uns wieder mal mit Herrn Robert. Also wieder mal klingt, als hätten wir es gerade erst gemacht, sondern mal nach langer Zeit wieder mal. So wollte ich sagen, nicht ständig wieder. Kommt jetzt als gemachter Mann eigentlich ja fast schon zurück, muss man sagen. Einen tollen Pferd und wollen ihm ein bisschen bei den Kumaren helfen und gleichzeitig die Hauptquest weiter angehen. Gucken, ob der was sagt. Manche geben dir irgendwie so kleine Quests für lustige Geschichten. Wir kantern ja ein bisschen durch die Gegend, wir könnten noch ein bisschen mehr Gas geben. Aber, ups. Gerade hier im Wald ist es nicht so einfach. Muss hier nicht die Straße jetzt gleich kommen? Und ein bisschen weiter südlich noch. Unfallort. Nur so eine Sache, das war letztes Mal auch so eine Geschichte. Guck mal, was das für ein Unfallort hier ist. Unfallort? The fuck? Da wurde eingegraben, oder wie ist das? Und dann gesteinigt. Doch jemand gesteinigt hier, oder? Schön. Also ich habe mich jetzt vom Weg abgekommen. War ich schon zu weit? Nee, noch nicht ganz. Okay. Auf dem Weg kann man nicht mal kantern. Man muss das alles per Hand machen. Naja, sind jetzt eh schon da. Könnte ich bei dem vielleicht was lernen? Hi! Nikolas. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Kein Ding. Kunst des Aufbrechens. Ups. Das nehme ich mit. Schatzkarte. 18, welche habe ich denn? Habe ich die schon? Schatzkarte 17 habe ich und Schatzkarte 5. Ich habe beim anderen jetzt, glaube ich, die Schatzkarte nicht gekauft. Na, vergessen. Egal. Nehmen wir die mit. Sonst irgendwas Interessantes? 6,2 kostet der verbesserte Wundpfeil, Langstreckenpfeil. Was der Wundfall genau macht, wird nicht erklärt. Macht 125 Schaden, was schon mal deutlich mehr ist. Hochwertiger Pfeil. Das ist der Unterschied, das wird auch nicht erklärt. Ich habe noch ein paar Pfeile, die ich erstmal verschieße. Und dann kaufen wir mal neue. Lass uns über den Preis sprechen. Warum ich keinen Ritterhelm habe? Ich habe einen Ritterhelm, ich habe ihn bloß gerade nicht auf. Weil das zu warm wird beim Reiten. Und außerdem sieht es blöd aus. Kommt. In den Dialogen. In Ordnung. Okay, danke. So, kommen wir zurück nach Tallenberg. Ob die noch mal Ärger machen oder... Oh ne, den Robert habe ich ja nachher getroffen, nachdem ich schon geflohen war. Oder... Geflohen ist ja übertrieben. Ich habe meine Eltern begraben.
Hinweisgeber für die Quest. Der Bäcker ist da. So, wir kommen jetzt am besten oben in die Burg. Ah, natürlich von der Ostseite. Da kann ich aber auch kurz beim Gerber vorbeigucken, wenn ich da gerade bin. Das müsste doch der Richtige sein. Allmächtiger. Ja, Allmächtiger. Hab ich die Hose offen? Nee. Warum ist denn da gleich so? Das Rehfleisch hält sich immer noch ein bisschen. Wo ist denn das? Der Hasenpelzkram. Da. Guten Tag. Ich habe die Häute für dich. Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast es dir verdient. 25 Groschen. Benötigst du denn keine Häute? Ob du es glaubst oder nicht, aber ich brauche Wildschweinhäute. Das Leder ist nicht das Beste, aber der Schuster macht daraus billige Schuhe. Wildschweinhäute. Naja, vielleicht alle Häute einfach mal rüberschmeißen kurz. Habe ich die mal verkauft? Wahrscheinlich habe ich die mal vercheckt, oder? Zuletzt. Weil ich nicht so viel Rehleder hätte ich. Ich hätte, glaube ich, schon mal Wildschweinleder zwischendurch bekommen, aber... Das, glaube ich, verkauft, weil es zu schwer war. Ab jetzt wird sowas nicht mehr verkauft. Wir haben Stauplatz en masse auf dem guten Burak. Aber jetzt kann ich es nicht machen. Oh, der Burak hier rüber guckt. So ein tolles Pferd. Hey, warte einen Moment. Warte mal, du bist doch der Junge aus Skalitz, oder? Okay, jetzt hast du mein Interesse doch geweckt. Was ist denn los? Du bist der junge Bursche, der hier halbtot aus Skalitz ankam, nicht wahr? Ja. Genau der. Wieso fragst du? Die Burgherrin hat nach dir gefragt. Sie will dich sprechen. Ah, ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass ihn nicht warten. Okay. Ja, da war ich letztes Mal schon ein bisschen... Mal schauen, da bin ich jetzt mal gespannt. Das war letztes Mal schon ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Nemesis geht zur Arbeit. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Und schönen Tag wünsche ich dir. So, hoch, ihr Burak. Ah, ein Zaun. Es tut mir leid. Habe ich auch erst zu spät gesehen. Okay, wo komme ich denn am besten in die Burg? Ja, anscheinend. So, Platz für den Rittersmann. Kurz die richtigen Quests auswählen. Zu Diensten, meine Herren. Plündernde Kumanen, Köstlichkeiten. Mächtiger als das Schwert behalten wir. Und zu Diensten, meine Herren.
Ah, okay, es ist hier vorne und dann in der Burg. So ein prächtiges Pferd, ich sag's euch. Herr Robert, altes Haus. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Hauptmann Bernhard schickt mich. Er sagt, Kumanen treiben hier ihr Unwesen. Ah, von dir hat Bernhard also gesprochen. Tja, die Kumanen plündern hier in der Tat. Herr Divisch hat ein beachtliches Kopfgeld auf die Bastarde ausgesetzt. Aber bis jetzt konnten wir niemanden damit belohnen. Haben die Leute hier vielleicht zu viel Angst? Nein, die wollen das Geld. Nur hat's noch keiner zurückgeschafft. Aber lass dich davon nicht einschüchtern. Die Bastarde haben bei der Straße Richtung Neuhof ein Lager, versteckt zwischen den Felswänden. Du bekommst deine Belohnung, wenn du den Anführer erledigst. Bring mir seinen Helm als Beweis. Du erkennst ihn an der markanten Gesichtsmaske. Aha, ich kümmere mich darum. Habe ich nicht so einen Helm sogar schon? Nee. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das hat dieses Pack verdient. Es war auch astrein, ganz klar erkennbar ein Kumanenohr. Kein anderes kann das sein. Oh, mit dem kann ich Verteidigung üben. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Nehmen wir das mal. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Bisschen was einfach mal mitnehmen. Also, pass gut auf. So, haben wir gespeichert. Kannst du mir zeigen, wie... Selbstverständlich. Ich möchte über die... Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas... Was Komm, sagst du 160. Da? Das ist zu wenig. Einverstanden. Was habe ich denn für ein Level jeweils da drin? Verteidigung habe ich 7, Streitkolben 3. Ich möchte mit dem Streit... Selbstverständlich. Ich möchte die Grund... Gut. Also. So, wie weit wir gekommen sind. 4, okay. Und Schwert sind Level 9. Komm her. Ich wäre gerne ein... Selbstverständlich. Ich möchte... Gut. Also. Ich wäre gerne... Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich möchte... Gut. Hast du das nicht geschafft? Wie wär's damit? Du bist ein Knauser. Einverstanden? Darauf würde ich fast... Einverstanden. Yes, Schwert und Kampfstufe neu erreicht. Sehr schön. So, einmal müsste noch gehen jetzt. Ich wäre gerne ein... Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich möchte mal... Gut, aber... Gut. Oh, mein Geld geht jetzt schon den Bach runter. Egal, machen wir jetzt mal eben. Ist das genug? Das ist, das ist sauer. Zu wenig. Da kommt mir recht entgegen. 64 kommt. Gut, aber. Ganz schön teuer, sage ich euch. Aber haben wir ein bisschen aufgelevelt. Schwert Level 11. Kampf auch einen dazu bekommen. Schauen wir mal. Rostige Klinge. Je mehr dein Schwert beschädigt ist, will ich eigentlich gar nicht, dass es beschädigt ist, sondern machst halt nur Scheiße. Raserei. Wenn ich weniger Ausdauer, mache ich aber mehr Schaden. Das ist ganz geil. Wenn ich einem Gegner eine blutende Wunde verursache. Das ist eigentlich nicht schlecht.
Raserei ist aber auch gut. Angriffsserie. Das ist gut, wenn die in Überzahl sind, hat man mehr Kampf und Verteidigung, Stärke und Agilität. Wie ist das denn genau? Neue Spezialisierungen 4, 8, 12 und 16 kriege ich jeweils ein. Ich bin jetzt im Moment bei, dass ich immer aufklappen muss, 9. Bei 12 und 16 kriege ich also noch einen Punkt. Das ist noch gut. Ein Punkt auf Stärke wirkt aber nicht so wahnsinnig viel, ehrlich gesagt. Sadist, wenn die Blutung mache, Raserei. Dürfte bestimmt mehr machen. Extra, habe ich es eigentlich extra gelernt dafür. Ich finde beides ziemlich gut, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen das Problem. Selten, dass ich jetzt wirklich so viel skillen möchte, dass ich beides gut finde. Blutende Wunde, kriege ich einen Punkt auf Stärke. Ach, je niedriger die maximale Ausdauer ist. Das heißt, wenn ich schon echt viel Schaden bekomme, gar nicht die aktuelle. Ich dachte mal, wenn ich jetzt gerade mich verausgabt habe, dann gerade raufgehackt habe, dann mache ich mir Schaden und die maximale Ausdauer. Das heißt, wenn ich viel Schaden genommen habe und das... Naja, dann ist das jetzt besser. Okay. Okay. Verteidigung. Was ist immer noch das? Ich muss mal mit dem Schild das lernen. Oh, ist auch nicht schlecht. Ab Level 12 die Verteidigung. Ich muss ein bisschen Verteidigung wirklich lernen. Furchterregende. Wir sind im Moment auf Level 7 bei der Verteidigung. Was heißt denn furchterregende? Was ist denn für eine... Kriegen die Schiss und rennen weg, oder was? An sonnigen Tagen. Das ist ja auch geil. 2 für Schwerthammer. Duplieren. Halbschwert. Durchlaufen. Ein Angriff mit dem Knauf. Wenn in die Umklammerung übergangen wird. Okay. Zustechen links und unten. Aha. Ich lerne trotzdem einfach mal die... Vielleicht ist das cool. Einen habe ich immer noch übrig, weil ich nicht ganz sicher bin. Wir lernen jetzt mal ein paar Sachen gerade, wenn ich mal gerade dabei bin. Ich will für ein paar Sachen entscheiden. Ich habe noch einen Punkt bekommen hier. Rohling, das ist alles so blöd. Schöning ist eigentlich hin und her Sachen, die mir nicht gefallen. Ich könnte mich für eins entscheiden, dass ich irgendwo mal entweder in der Stadt, eigentlich in der Stadt kriegt man einen mehr auf Stärke, Agilität. Eigentlich würde ich das haben, dann kämpfe ich besser. Ersthilfe 3 ist ganz nett. Die höchsten Dialekte. Es ging noch nie in Gesprächen um Heilung. Was soll denn das eigentlich? Ich mache jetzt erstmal hier. Ich mache den Naturburschen. Das passt auch. Habe ich immer noch einen. Dann mache ich Heilung. Ersthilfe 3. Ich nutze die Bandagen auch nie, weil man die irgendwie nur benutzen kann, wenn man Blut hört. Aber es sind auch für andere Sachen vielleicht ganz gut. So, Stärke 1. Was haben wir dann? Schädelbrecher. Wildschwein, indem ich anrempel. Huckepack, Wildschweinpack, diese Schädelbrecher sind ganz geil. Wenn ich am Kopf treffe, 10% Chance, den umzuhauen. Ist doch ganz geil. Frick Jondermann, ist es Quatsch, die Punkte für Schwert anzuheben, wenn man Langschwert benutzen will, hä? Langschwert ist doch Schwert. Also es gibt kein anderes, es gibt kein Langschwert. Langschwert ist Schwert. Ich habe jetzt schon die richtigen Sachen gelernt. Guck mal kurz. Langschwert, Langschwert. Ich habe alles nur Langschwert gelernt. Bin ich ganz sicher, was du meinst. Und das andere war auch Schwertkampf. Es gibt nur die Kategorie Schwert. Langschwert ist
fällt in die Kategorie schwer, das ist schon so. Agilität haben wir 2. Leichte Rüstung. Wenn du keine Plattenrüstung trägst. Das ist alles nicht so spannend. Spötter ist ganz gut. Würfelglück ist irgendwie ein bisschen blöd, dass es bei Agilität nicht mehr gibt. Leichte Rüstung, wenn ich keine Plattenrüstung trage. Trage ich eine... Was ist von meinen Sachen eine Plattenrüstung? Schulterplatten. Oh, das klingt sehr plattig. Plattenwams klingt sehr plattig. Wenn ich gar keine Platte trage wahrscheinlich, dann bringt mir das auch nicht viel jetzt gerade. Fliegengewicht. Wenn ich falle, das ist das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt. Ich benutze keine Waffen, die auf Agilität basieren. Und ich will das auch gar nicht. Ich will nicht 20% weniger Schaden machen. Ich trage eine Platte. Gibt es jetzt Fliegengewicht? Das ist einfach ein netter Bonus. Und das andere kommt erst noch. Vitalität kann ich nicht. Redekunst. Letztes Angebot. Was haben wir denn noch? Silberzunge. Ha! Falschen. Das klingt ganz gut. Wenn ich mit Frauen erhältst, dein Hof um 50% erhöht. Zudem kannst du die Dienste von Badehaustieren kostenlos in Anspruch nehmen. Die Zaubermädels sind mir dann wohlgesonnen. Aber ich werde Theresa. Ich gehe da ja nicht mehr hin. Die Werte des Gegenübers ist ganz gut. Immer die Empathie hin. Silberzunge ist ganz gut. Unsere Charme kriegt einen Punkt bei jeder vierten Stufenerhöhung. Das heißt, die nächste kriege ich auf 13. Das heißt, andere kriege ich eh. Das braucht das bloß nicht. Dann kann ich vorher Spötter, kann ich die beiden lernen auf 13. Ja, das gefällt mir besser. Ich vergebe jetzt mal die Punkte, auch wenn ich den... Gucken wir ganz kurz. 4, 8, 12, 16. Und dann kriege ich das auch. Das heißt, ich bin bei 7, ich kriege bei 8, ich kriege noch 3 Punkte, kriege ich. Das brauche ich. Das nehme ich einfach. Furchterregend, keine Ahnung, was das heißt. Das ist prinzipiell ganz gut. Zermürbender Schild ist im Prinzip auch gut. Ich kriege noch 3 Punkte. Ich weiß nicht, was Furchterregende tritt. Das muss irgendwie entweder Gesprächsoptionen sein oder so. Oder wenn jemand mal wegrennt. Ich mache... Zermürbender Schild prinzipiell, glänzender Ritter. Dann ist der Punkt mal weg. Hier oben. Und beim Schwert lerne ich noch. Also, wann ich lerne ich dann immer? Ich lerne bei 12 und 6. Ich kriege noch 3 Punkte. Einen brauche ich noch. 2. Kannst eh alles lernen. Dann nehmen wir den Zornhau jetzt einfach auch. Duplieren kommt noch, okay. Und bei Fertigkeiten nehmen wir das mal auch aus. Heimlichkeit, Regenmann, wagemutiger Schelm. Ne, da warte ich auf die anderen Sachen. Die sind besser. Da möchte ich eigentlich mehrere Punkte auf einmal ausgeben. Jagen, das ist der Quatsch. Reiten. Lastenpferd. Ist langsamer. Ist schneller. Das ist ganz klar. Ich kann eigentlich. Die Frage ist, wie viel? Aufgestacheltes Pferd. Ist es verletzt? Ist es schneller? Wetterfühlig? Wie kriegt man da die Punkte? Das mal richtig verteilen. Wir kriegen Punkte bei. Also wir kriegen noch 1, 2, 3, 4 Punkte. Was brauche ich auf jeden Fall? Das hier: 1, 2, 3. Und 1 hätte ich übrig. Wetterfühlig ist irgendwie blöd. Verletzt schneller, sollte immer schneller sein. Verliert einen Teil der Tragekapazität, aber wie viel? Ich habe jetzt so gute Sattel, noch schneller. Ich finde schnell ist super. Ich finde 52. Ja, ich mach's einfach. Rennpferd. Ich finde 52. Ah, schon deutlich, aber auch nochmal deutlich Geschwindigkeit. Das passt schon. Schnell reiten macht ja auch Spaß.
Ja, cool. Es dauert immer ein bisschen, das zu machen. Kann man jetzt mit ihm noch irgendwas Sinnvolles üben, tun? Ich möchte mit dem Streit... Selbstverständlich. Das haben wir alles gemacht. Ja, geil. Eigentlich ganz schön was gelevelt. So, wir haben Robert gesprochen, da neue Aufgaben bekommen. Wo ist denn das Kumanlager, was er meint? Da unten. Dann können wir das angehen, weil das andere ist noch bis heute entfernt. Und wir können mal kurz bei der Herrin Stephanie vorbeigucken, was die von uns möchte. Stopp, bin ich auf dem richtigen Weg? Nipp, bin ich nicht. Muss nach Süden. Komme ich da durchs Tor irgendwo bestimmt? Oder muss ich über den Wehrgang? Schau mal. Süden. Da lang. So. Da bin ich mal sehr gespannt, was die Herrin Stephanie von mir möchte. Ich hole mal kurz was zu trinken. Das sind schon wieder alle. Und dann mit frisch geölter Kehle treten wir der Herrin Stephanie gegenüber und gucken mal, was sie von uns will. Ich hab ein bisschen ungutes Gefühl. Das war letztes Mal ein bisschen komisch, aber das werden wir alles gleich rausfinden. Bis gleich.